Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, herzlich willkommen zu der Programmreihe mit Allah. Und heute werde ich mit euch über einen neuen Namen von Allah Azza wa Jalla sprechen. Und zwar der Name Ar-Rabb. Ar-Rabb, die Übersetzung bedeutet der Herr, Meister. Und ist gemeint damit, der seine Geschöpfe mit seinen vielen Gaben erzieht. Und er lässt sie in Phasen entstehen. Und er erzieht seine Verbündeten mit dem, was ihre Herzen gut tut und sie gut macht. Und er ist der Schöpfer, der Besitzer und der Herr. Er ist Erzieher, Schöpfer, Gunsterweisende, Schlichter, Meister, Besitzer, Herrscher. Er ist Rabbul Alamin, Herr der Welten. Wenn wir über diesen Namen überlegen, somit ist Allah der einzige Schöpfer und er ist der einzige Verwalter über seine ganze Geschöpfe. Das heißt, neben Allah Azza wa Jalla gibt es keinen anderen Schöpfer und es gibt auch keinen einzigen Verwalter neben Allah Azza wa Jalla. Das heißt, die Versorgung, das Leben, Glückseligkeit, Unglücke und Trauer und Schmerzen, alles verwaltet Allah Azza wa Jalla einzig alleine. Und der Beweis ist, als Pharaon fragte zu Moses und seinem Bruder Harun, zu Musa a.s. und zu Harun a.s., der Pharao, er sagte, wer ist denn euer beider Herr, o Musa? Daraufhin Musa antwortete, er sagte, unser Herr ist derjenige, der allem seine Natur gegeben und es hierauf recht geleitet hat. Allahu Akbar. Das heißt, wir sehen, wer Allah Azza wa Jalla ist, der alles erschaffen hat und hierauf recht geleitet hat. Ist dieser Name, wenn wir schauen, Ar-Rabb, so sehen wir, dass dieser meiste Name nach Allahs Azza wa Jalla Name benutzt wird. Das heißt, der Mensch benutzt diesen Namen neben Allah Azza wa Jalla am meisten. Entweder er sagt, Ja Allah, oder er sagt, Ja Rabb. Und in Dua speziell, in Bittrufe, wird das sehr oft benutzt. Im Koran kommt das sehr oft vor. Nur alleine 15 Mal kommt es schon vor im Koran al-Karim. Dieser Name gehört zu den mehrdeutigen Namen. Das heißt, es gibt einige Namen, hat nur eine Bedeutung. Und es gibt einige Namen von Allahs, sie haben mehr Deutungen. Und Ar-Rabb gehört zu diesem Beispiel. Und zwar zum Beispiel, man kann sagen, Ar-Rabb hat sogar, wie Ibn al-Qayyim in seinem Literaturwerk, gewaltiges Buch, was er geschrieben hat, erwähnt über Asmaullah al-Husna, über die schönsten Namen Allahs. Dort sagt er, dass Ar-Rabb hat über 25 Bedeutungen. Das heißt, beinhaltet Al-Khaliq, beinhaltet Al-Sami', Al-Basir, Al-Qarib und so weiter. All diese Namen. Und Ar-Rabb, wenn wir überlegen und forschen, so finden wir, dass dieser Name im Hadith, in den Aussagen des Propheten a.s. überliefert wird, dass es gehört zu den Namen Ismullah al-A'zam, zu den gewaltigen Namen. Was heißt Ismullah al-A'zam? Das bedeutet die gewaltigen Namen Allahs. Wenn man mit diesem Namen ruft, so wird es ein Grund sein, dass Allah Azza wa Jalla antwortet. Wenn man von ihm was verlangt, er wird das geben. Er wird das seinem Diener geben. So finden wir diesen Namen, dass Ya Rabb ist ein Grund, dass Allah antwortet. Wie in einem Hadith wird gesagt, jemand ist auf der Reise und sein Gesicht ist in Staub, seine Haare, alles ist mit Staub und an ihm sieht man die Reisespuren und die Erschöpfung, und dann erhebt seine Hände und er sagt, Ja Rabb, Ja Rabb. Aber der Engel antwortet, wie soll dir Allah antworten? Und dein Essen ist haram, dein Reittier ist haram und so weiter. Das heißt, wir sehen von dieser Situation normalerweise, wenn man schon auf der Reise ist, wird der Bittruf angenommen. Wenn man schon einen Zustand hat, wo das Gesicht verstaubt ist und in Kummer ist, in Ängste ist, ist das schon ein Zeichen, dass Allah die Bittrufe erhöht und antwortet.
Und das Dritte ist, wenn man sagt, ja Rab, ist es schon ein Grund, dass Allah Azza wa Jalla antwortet. Aber das, was ihn verhindert hat, ist, dass dieser Diener hat Sünden gemacht und hat in seinem Essen Unreines und in seinem Gedanken Unreines und seine Kleider sind unrein. So wird ihm seine Taten nicht angenommen. Im Arabischen auch dieser Name wird niemals alleine für jemanden anderen benutzt, außer Allah. Das heißt, wir sagen niemandem, O Rab, ist verboten, sondern diesen Namen benutzt man nur zu Allah Azza wa Jalla. Nur im Arabischen ist es im Genitivform, Mudaf, Mudafu ilayh, ist es erlaubt zu benutzen. Zum Beispiel im Arabischen sagt man Rabbus Sayyara, Autobesitzer, oder Rabbul Bayt. In diesem Fall ist das erlaubt, das heißt, man darf das sagen. Aber alleine das Wort Arab zu benutzen, ist nicht erlaubt, außer Allah Azza wa Jalla damit zu rufen. Islam hat sogar verboten, damals in der ersten Zeit, wo noch Sklaverei in der Welt verbreitet ist und der Islam gekommen ist, diese Sklaverei abzuschaffen, hat sogar verboten, dass der Sklavenhalter sich als Besitzer nennen soll. Sondern sie sollten sagen, hat der Gesandte alaihi salatu wassalam gesagt, ihr sollt nicht sagen, Abdi, mein Diener, oder ich bin sein Rab, ich bin sein Herr. Nein, er soll sagen, mein Dienstbote, mein Dienstmann oder mein Laufbursche. Auch wenn wir diese Namen im Koran forschen und lesen, so finden wir, dass jeder Prophet hat mit diesem Namen zu Allah Azza wa Jalla gerufen. Zum Beispiel der erste Mensch, Vater der Menschheit, Adam alayhi salam, und seine Ehefrau Hawa, Eva. Sie sagten im Koran, wie berichtet wird, sie sagten, unser Herr, wir haben uns selbst Unrecht zugefügt. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Wenn du uns nicht vergibst und dich unser erbarmst, werden wir ganz gewiss zu den Verlorenen gehören. Und wenn wir schauen, Noah alayhi salam, so hat er gesagt, mein Herr, schaut immer mit Rabbi, mein Herr, vergib mir und meine Eltern und denjenigen, der als Gläubiger mein Haus betritt und den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen. Und auch Dua von Ibrahim alayhi salam und seinem Sohn Ismail, sehen wir in Quran und Kerim, dass sie mit dem Namen Ar-Rab Allah gerufen haben und Allah geantwortet hat auf diesen Ruf. Und gedenkt, als Ibrahim die Grundmauern des Hauses errichtete, zusammen mit Ismail, seinem Sohn, da beteten sie, unser Herr, nimm es von uns an, du bist ja der Allhörende und Allwissende. Allah Azza wa Jalla berichtet über Musa a.s. in Quran al-Karim, dass der Prophet Musa a.s. auch mit diesem Namen Allah gerufen hat. Musa sagte, mein Herr, vergib mir und meinem Bruder und lasse uns in deine Barmherzigkeit eingehen. Du bist ja der Barmherzigste der Barmherzigen. Und auch sehen wir Jesus, Isa a.s., der hat mit diesem Namen Allah gerufen. Isa, der Sohn Mariams, sagte, O Allah, unser Herr, sende zu uns einen Tisch mit Speisen vom Himmel herab. Und Allah antwortete ihm mit dieser Mahlzeit, das vom Himmel herunterkam. Und auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Siegel der Propheten und seine Gefährten, die Muslime, haben mit diesem Namen Allah Azza wa Jalla gerufen. In dem Beispiel in Quran al-Karim, gewähre uns deine Vergebung, unser Herr, und zu dir ist der Ausgang. Wenn wir schauen, wir haben gesagt, Allah Azza wa Jalla hat 99 Namen. Mit diesen 99 Namen erstellt sich uns vor, damit wir wissen, wer Allah Azza wa Jalla ist. Weil wenn du ihn kennst, du wirst ihn lieben. Und wenn du ihn liebst, du wirst ihm gehorchen. Und wenn du ihm gehorchst, du wirst ihm noch näher kommen. Und wenn du nah bist, du rufst ihn, er wird dir antworten. Und wenn du was verlangst, er wird dir geben. Damit das passiert, sollten wir Allah Azza wa Jalla richtig erkennen und ihm richtig anbeten, damit unser Ruf, wenn wir sagen, ja Rab, angenommen wird. O unser Herr, du bist der Allhörende, der Allsehende,
der Allwissende, so antworte mir, kannst du sagen. Allah ist der Herr, und damit ist gemeint, dass die Rububiyya, das heißt seine Taten, die er tut, mit niemandem teilt. Allah hat Taten, und diese Taten gehören nur ihm einzig allein. Die Schöpfung und die Verwaltung, Besitz, Entscheidung, alles obliegt Allah einzig allein, und niemand ist mit ihm Teilhaber dabei. Und wenn wir diesen Namen lesen und forschen und darüber nachdenken, so sehen wir, dass dieser Name Ar-Rabb der naheste Name zu dem Menschen ist. Schaut in Koran, in Surah Yasin, sagt Allah Azza wa Jalla, Friede als Grußwort von einem barmherzigen Herrn. Oder in einem anderen Vers, in Surah Saba, sagt Allah Azza wa Jalla, Vers 15, eine Stadt, die gut ist, und ein Herr, der allverzeihend ist. Ar-Rabb bedeutet Erzieher, haben wir gesagt. Was heißt Erzieher? Schaut, Allah Azza wa Jalla sagt in Suratul Balad, nein, ich schwöre bei dieser Ortschaft, wo du in dieser Ortschaft deinen Aufenthalt hast, und bei einem jeden Erzeuger und dem, was erzeugt. Das heißt, Allah Azza wa Jalla deutet hier die Wichtigkeit des Vaterschafts im Islam. Allah Azza wa Jalla sagt, ich bin der Verwalter, und schaut dem Vater in der Familie. Er kümmert sich für seine Kinder, für seine Familie. Denn der Vater ist glücklich, wenn seine Kinder glücklich sind. Und überlege mal eine Firma. Einer ist der Inhaber des Firma, und der Inhaber hat Mitarbeiter. Was passiert? Wie ist sein Umgang mit dem Mitarbeiter? Wenn ein Mitarbeiter kommt auf Probezeit und der Mitarbeiter macht einen Fehler, der wird dann gekündigt. Aber wenn in der Firma der eigene Sohn arbeitet, so wird dieser Sohn nicht gleich behandelt wie irgendjemand, sondern seine Fehler werden ihm vergeben, und der Vater schaut weg. Und subhanallah, Allah azza wa jalla, obwohl wir Tag und Nacht angewiesen sind an ihm, obwohl er uns Tag und Nacht hilft, dass wir aufrecht bleiben können, dass wir versorgt werden, dass er alle unsere Sorgen aufhebt, trotzdem gibt es Diener, die ihm ungehorsam sind und trotzdem ihm stur sind und versuchen, ihn sogar zu beleidigen, sogar ihn zu bekämpfen. Ar-Rabb bedeutet auch Schöpfer. Was heißt Schöpfer? Allah hat alles angemessen erschaffen. Ist gewaltig. Er hat nicht nur einfach so erschaffen, sondern er hat es auch alles angemessen erschaffen. Wie Pharao gefragt hatte, als er gefragt hatte, so hat der Musa ihm geantwortet. Er sagte, unser Herr ist derjenige, der allem seine Natur gegeben und es hierauf recht geleitet hat. Ist gewaltig. Schau die Beispiel von einer Mücke. Eine Mücke, das so klein ist, hat drei Herzen. Auf jeder Flügel ist ein Herz und im Brust ist ein Herz. Jeder Herz hat zwei Ohren, 100 Augen, zwei Magen, 48 Zähne, zwei Giftsorten. Diese Mücke trägt eine mobile Blutlabor. Somit akzeptiert er nicht jeden Blut. Das heißt, wir sehen in der Nacht, die Mücke sticht bei jemandem, im selben Zimmer schläft ein anderer Mensch und ihm hat die Mücke nicht eingestochen. Warum? Weil er sucht ein bestimmtes Blut. Und dieses Blutlabor trägt er bei sich mit. All das ist gewaltige Schöpfung Allahs. Das ist alles Allahs Schöpfung. Siehst du das denn nicht? Oder ein anderes Beispiel ist der Wunder der Mensch. Wunder der Mensch ist gewaltig, und darüber gibt es tausende Videos. Kann man sich anschauen. Dokumentationen, wie der Mensch erschaffen ist. Wir haben, sagt Allah Azza wa Jalla, wir haben den Menschen ja in schönster Gestaltung erschaffen. Vom Entstehung bis alle Körperteile, Körperaufbau. Schau deine Versorgungssysteme, Verdauungssysteme, Kreislauf, Knochensysteme, Muskulatur, deine Nieren, dein Herz, deine Gehirn, Augen.
erfasst mehr als 8 Millionen Farben. Wachstum der Knochen ist gewaltig. Sogar im Muttermilch ist Eisen vorhanden. Säugling braucht keine andere Ernährung mehr in den ersten Monaten. Muttermilch kommt und beginnt automatisch mit der Geburt. Wie geht das? In den ersten beiden Tagen nach der Geburt fließt vom Brust der Mutter statt Milch Lösungsmittel für Fette. Verdauungssystem ist voll mit Lipidmaterial, damit das Säugling nicht ersticken soll. Wer hat das alles organisiert? Ist gewaltig. Je mehr detailliert er forscht über Geschöpfe Allahs, desto mehr werden wir Allah verehren und zu ihm die Dienerschaft dann erweisen. Deswegen, jemand hatte mir gefragt, wie kann ich schnell Allah finden? Ich habe ihm gesagt, der naheste Weg, Allah zu finden, ist durch die detaillierte Beobachtung in Natur. Schau um dir herum. Sogar Allah sagt, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Schauen Sie sich selbst nicht an. Sogar in euch selbst sind Beispiele, Spuren, dass du hast einen Schöpfer, einen Herrn, einen Rabb. Er hat uns nicht nur erschaffen, sondern er begleitet uns auch im Leben und verfolgt uns die ganze Zeit. Wie eine Haushaltsführung. Allah Azza wa Jalla, warum hat er all das gemacht? Er verlangt die Dienerschaft. Und Allah sagt im Koran al-Karim, ist denn der, der über alles, was sie begehen, wacht, dem angeblichen Göttern gleich? Niemals. Niemals ist es gleich. Und in einem anderen Vers sagt Allah Azza wa Jalla, ich verlasse mich auf Allah, meinen Herrn und euren Herrn. Es gibt kein Lebewesen, hört zu, es gibt kein Lebewesen, das er nicht an seiner Stirnlocke hielte. Gewiss, mein Herr befindet sich auf einem geraden Weg. Gewaltig, Allah Azza wa Jalla erklärt uns seine Taten. Warum? Damit wir ihn gehorchen sollen. So werden wir ihn noch mehr lieben. Unmöglich, dass du ihn erkannt hast, dass er dir so viele Schönheiten gegeben hat und dass du ihm dann nicht magst und dass du ihm nicht anbetest und dass du nicht seinem Gesandten Mohammed folgst. Schaut im Koran, der mich erschaffen hat und mich nun recht leitet und der mir zu essen und zu trinken gibt und der, wenn ich krank bin, mich heilt und der mich sterben lässt und hierauf wieder lebendig macht. Wer? Allah Azza wa Jalla. Das heißt, Allah, unser Herr, der sendet ständig uns Nachrichten und klare Zeichen. Die größte Katastrophe ist, man versteht nicht die Nachricht oder man ignoriert die Nachricht, was von unserem Herrn kommt. Wie das Beispiel mit Motoröllampe. Wenn man beim Pfad ist und plötzlich leuchtet beim Pfad das Motoröllampe, und er sagt, oh, der Ingenieur wollte mich überraschen und hat mir einen Schmuck vorbereitet und liest die Nachricht falsch. Was wird passieren? Das Motor wird Schaden haben, er wird unterwegs bleiben, er wird sein Ziel nicht ankommen. Deshalb, wenn er die Nachricht von diesem Motoröllampe, das geleuchtet hat beim Fahrt, richtig liest, dann wird das Motor keinen Schaden haben. Er wird zu seinem Ziel kommen und er wird nicht unterwegs Zeit verlieren. Deshalb, unser Herr, Rabbul Alamin, Herr der Welten, hat uns Koran geschickt, hat uns den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt. Er hat uns die Natur erschaffen, die Berge, die Himmel, die Seen, die Planeten, Sonne, Mond und so weiter. All das, damit wir verstehen sollen, dass Allah der Schöpfer ist. Und dass er zu allem die Macht hat und dass sein Wissen über alles umfasst hat. Erst wenn wir diese Nachricht verstanden haben, so werden wir sehen, dass wir doch nicht hier alleine sind. Und wir sind gebunden an Allah subhanahu wa ta'ala und werden ihn anbeten und bitten ihm um Vergebung und werden ihm bitten, uns zu helfen, dass wir in diesem Leben, im Diesseits, eine aufrichtige muslimische Leben führen können. Möge unser Herr unsere Sünden uns vergeben, unsere Fehler uns vergeben und uns zu besseren Muslimen, gläubigen Menschen machen.
Bis zum nächsten Namen.